Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Friede sei mit dir, O Abba Abdullah. Ja, Hussein. Friede sei mit Ali, Sohn des Husseins. Friede sei mit den Kindern des Husseins. Friede sei mit den Freunden von Hussein. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor ich heute mit dem Vortrag oder mit dem Gespräch mit euch beginnen möchte, möchte ich eine Überlieferung des Propheten erwähnen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Friede sei mit ihm und seiner Familie, sagte einst: Ich habe euch das hinterlassen, womit ihr nie irre geht nach mir, solange ihr daran festhaltet. Es ist das Buch Allahs, der Koran, das wie ein Seil zwischen Himmel und Erde hängt, und meine Nachkommenschaft, meine Ahlul Bayt alayhim salam. Sie trennen sich nie, bis sie den Haud, der Teich von Kauthar, erreichen. So seht zu, wie ihr mich damit nachfolgt. Wisst ihr noch, worüber wir gestern gesprochen haben? Die Kernpunkte. Vielleicht, wenn jemand es vergessen hat oder wenn einige heute zum ersten Mal hier anwesend sind, dann fassen wir das Ganze oder die Kernpunkte zumindest zusammen. Wir haben gestern in erster Linie darüber gesprochen, über die Bedeutung der Anwesenheit hier in solche Veranstaltungen für uns und welchen Nutzen es für uns hat. Und ein Teil dieser Nutzen ist unter anderem die Verstärkung der Beziehung bzw. der Verbindung mit uns oder zwischen uns und Gott bzw. zwischen uns und den Imam. Was ist das für eine Verbindung? Und wie kann diese Verbindung existieren bzw. bestehen? Vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Wie alle kennen, Mobiltelefon, das Handy. Und wenn ich vielleicht mein Handy ausgeschaltet habe oder nicht aufgeladen habe und möchte damit telefonieren oder einen Empfang haben, kann ich ein Signal bekommen? Natürlich nicht. Erst dann, wenn ich es auflade. Und wenn ich nicht die richtigen Einstellungen optimiert habe, dann kriege ich trotzdem keinen Empfang. Das heißt, erst wenn ich die richtigen Einstellungen treffe, kann ich den Signal empfangen und somit die Verbindung herstellen. Und so ist das auch mit der Verbindung zwischen uns und dem Imam. Wenn ich nicht die richtigen Aufgaben bzw. die Verpflichtungen, die ich gegenüber Allah, gegenüber meiner Religion, des Propheten und der Imam habe, kennengelernt habe, so kann ich diese Verbindung nicht darstellen. So die Frage: Wisst ihr noch, welche Pflichten und Aufgaben wir gestern erwähnt haben? Ein Teil davon. Die wichtigsten davon sind zum einen Erkenntnis Gottes. Was ist, wenn wir sagen, es gibt nur einen einzigen Gott? Was bedeutet das? Die Erkenntnis des Propheten und der Imame, sowie auch die Erkennung bzw. das Lernen unserer Pflichten und Aufgaben, wie zum Beispiel das Gebet. Wie verrichte ich das Gebet? Das Fasten, das gute Gebieten und schlechte Verwehren und auch teilweise, beziehungsweise auf der anderen Seite, die Erziehung meiner Seele, die Moral, die Akhlaq. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich mich als Muslim, als Gläubiger bezeichnen möchte? Woher sollen wir die Informationen für diese Themen beziehen? Die Quelle spielt hier eine sehr besondere Rolle. Warum? Wenn wir die Informationen von einer falschen Quelle beziehen, dann haben wir falsche Informationen und somit bauen wir unser Wissen auf falscher Basis auf, was nicht Sinn und Zweck der Schöpfung ist. Und Beispiele des Alltags haben wir, glaube ich, genügend. Wir sehen auf der einen Seite die Ungläubigen, welche behaupten, es gebe keinen Gott, und wir haben auf der anderen Seite die Gläubigen, die jedoch auch in unterschiedliche Spaltungen
ergeben haben. Zum Beispiel auf der einen Seite die Juden oder die Christen, weil die Quellen bezogen haben bzw. benutzt haben, die über die Zeit verfälscht wurden. Das alles im Allgemeinen. Wenn wir nun die Muslime betrachten, da gibt es auch Unterschiede. Wir hören von unterschiedlichen Gruppierungen, Rechtsschulen etc. Aber bevor wir über diese Unterschiede sprechen, möchte ich gerne erstmal unsere Quelle oder lasst uns gemeinsam unsere Quelle kennenlernen und behandeln und auch die Person kennenlernen, für die wir heute bzw. die kommenden Nächte versammelt haben. Was der Quelle betrifft, wie wir auch bereits erwähnt haben in der Überlieferung, der Prophet sagte, ich habe euch das hinterlassen, womit ihr nie irre geht nach mir, solange ihr daran festhaltet. Es ist das Buch Allahs, der Koran und meine Nachkommenschaft. Und diese trennen sich nie. Das heißt, ich kann nicht sagen, meine Quelle ist der Koran. Nein, das sind zwei Sachen, die sich vervollständigen. Das ist soweit zu der Quelle. Wer ist die Person? Imam Hussein a.s. Und welche Beziehung hat er zu dieser Nachkommenschaft, die der Prophet in dieser Überlieferung erwähnt hat? In Kürze, der Imam a.s. ist am 3. Schaban im 4. Jahr nach Hijra geboren. Das ist ungefähr 626 nach Christus. Seine Mutter ist Fatima a.s., die Tochter des Propheten. Der Vater ist Imam Ali, der Fürst der Gläubigen a.s. und somit der Großvater ist der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Eine der Besonderheiten seiner Geburt ist, dass der Imam nach 6 Monaten geboren ist. Und laut einer Überlieferung gibt es nur 2 Personen, die diese Besonderheiten tragen. Die eine ist auf der einen Seite der Prophet Jesus a.s., wurde nach 6 Monaten geboren, und die zweite Person ist der Imam Hussein a.s. Und hier ist vielleicht ein kleiner Hinweis, eine kleine Verknüpfung zu dem, was wir in Ziyarat Warith lesen. O du Erbe der Propheten. Das heißt, er hat oder er trägt die Eigenschaften der Propheten, die Weisheiten, das Wissen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lesen wir in einer Überlieferung, dass sein Name Hussein und auch der Name seines Bruders Hassan a.s. damals in der arabischen Welt unbekannt waren. Der Engel Gabriel brachte die Mitteilung und hat dem Prophet mitgeteilt mit den Namen. Was merken wir? Was fällt es uns hier auf? Es ist eine göttliche Betreuung für diese Geburt. Gott sorgt für die Geburt dieser Person. Was ist das dann für eine Person? Gott, der Erhabene, sorgt für die Geburt. Sein Name kommt vom Himmel. Gabriel teilt ihn mit. Und er wird auch mit einer Besonderheit geboren, mit 6 Monaten. Der Imam a.s. verbringt die ersten 6 Jahre mit dem Propheten in eine sehr, sehr enge Beziehung, so dass er zwischen seinen Händen aufwächst. Und diese 6 Jahre sind die wichtigsten für einen Sohn oder für ein Kind, weil er sozusagen die Grundlagen bekommt. Und er erbt somit die Eigenschaften des edlen Propheten, sein Wissen, seine Weisheit und so weiter. Der Prophet wollte aber damit mehr bezwecken. Wir haben gesagt, diese Person trägt eine Besonderheit. Der Prophet wollte den Imam auf seine zukünftige Botschaft vorbereiten, denn er weiß, Imam Hussein a.s. ist sein Nachfolger und er wird seine Botschaft der Menschheit übermitteln. Er wird sein Blut vergießen. Und dafür braucht er eine besondere Vorbereitung. Und somit hören wir, an mehreren Stellen hat der Prophet erwähnt, Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Will der Prophet damit sagen, Hussein ist mein Enkelsohn, weil er der Sohn von Fatima ist? Das ist, glaube ich, für jeden bekannt.
Nein, er will zeigen, er ist auf meinem Weg. Er ist derjenige, der nach mir meine Botschaft übermitteln wird. So seht zu, wie ihr mir damit nachfolgt. Die zwei gewichtige, die wir vorhin in der Überlieferung erwähnt haben. Nach diesen 6 Jahren und nachdem der Prophet der Umma oder der Gesellschaft damals ausführlich gezeigt hat, welche besondere Stellung diese zwei Imame, Hassan und Hussein, haben. Wie wir gesagt haben, Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. An anderer Stelle sagt, oh Allah, ich liebe sie beiden. So liebe du auch diejenigen, die sie auch lieben. Aber wir wissen alle, wie wir oder wie die Gesellschaft mit den Imam umgegangen ist. Nach dem Ableben des Propheten verbringt der Imam weitere 30 Jahre ungefähr mit seinem Vater, Imam Ali a.s. und mit seinem Bruder Hassan a.s. Er unterstützte sie in den schweren Zeiten und nahm auch an einigen Kriegen und Kämpfen teil, wie zum Beispiel Al-Nahrawan, Safin oder Al-Jamal. Soweit für die Beziehung zwischen dem Imam und Imam Ali a.s., zwischen Imam Hussein, dem Propheten, seinem Bruder, aber auch zu seiner Mutter. Auch wenn das vielleicht grob oder in Kürze gewesen ist, aber ich denke, bevor wir zu seinem Aufstand kommen und die Gründe und Ziele davon, worüber wir inshallah morgen sprechen werden, lasst uns nun diese einige Informationen, die wir erwähnt haben, zusammenknüpfen, um daraus den Nutzen zu erlangen. Wir haben auf der einen Seite gesagt, der Prophet lehrt uns, ich habe euch das hinterlassen, womit ihr nie irre geht nach mir. Das Buch Allah und meine Nachkommenschaft. Und sie trennen sich nie. Und wir haben auch gestern, wenn ihr euch noch daran erinnert, den Vers rezitiert in Surat al-Fatiha. Leite uns den geraden Pfad. Und wenn wir jetzt weitere Verse weiterlesen, der Pfad derjenigen, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derer, die Zorn erregt haben und der Irregehenden. In dem Vers ist hier die Rede von Irregehen und der Rechtleitung. Gott lehrt uns, wie wir diese Rechtleitung suchen und anstreben sollen und wie wir uns, beziehungsweise wie wir ihn darum bitten, uns vor dieses Irregehen zu schützen. Und der Prophet zeigt uns deutlich, er sagt, ich hinterlasse euch 2 Dinge und damit werdet ihr nie irregehen, solange ihr daran festhaltet. Aber wir haben vorhin erwähnt, es kam trotzdem zu Unterschieden, zu Spaltungen im Islam. Wir hören auf der einen Seite die Schiiten. Kurz zum Wort, Schiiten kommt von dem Wort Schia, das ist so viel wie Anhänger, die Partei oder Anhänger der Nachkommenschaft des Propheten von Imam Ali a.s. Und dann hören wir eine andere Gruppe, die sich Sunniten bezeichnen oder so viel wie die Rechtsschule der Sahaba, der Gefährten. Und weitere Salafisten, Wahhabiten in den letzten Tagen und Monaten war auch sogar die Rede in den Nachrichten darüber. Wie sind diese Unterschiede? Wie sind diese Spaltungen entstanden? Der Prophet hat doch eigentlich alles sehr klar und deutlich erwähnt in der Überlieferung. Und diese Überlieferung ist von allen Muslimen anerkannt und authentisch gesehen sozusagen. Wenn wir zur Wahrheit kommen oder uns vielleicht in der Situation oder in der Zeit versetzen, nach dem Ableben des Propheten. Da gab es eigentlich nur 2 Gruppierungen. Die einen, die sich sozusagen der Nachkommenschaft angeschlossen haben, des Propheten, die Worte des Propheten gefolgt haben und die andere, die gesagt haben, nein, wir folgen oder wir wählen den Nachfolger des Propheten. Wir wählen einen anderen Weg. Und somit stellen die sich, ohne zu wissen,
den Worten des Propheten entgegen und somit auch dem Befehl Gottes. Denn hier stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich den Nachfolger des Propheten? Wer bestimmt, wer die Botschaft Gottes an die Gesellschaft übermitteln, an die Menschheit übermitteln wird? Vielleicht ein Beispiel hierzu. Wenn ich einen wertvollen Diamanten habe und diesen möchte ich jemandem anvertrauen, wer bestimmt nur, welche Person anvertraut werden soll? Es ist logisch, wenn ihr mir sagt, die und die Person soll anvertraut werden? Oder bestimme ich die Person, die anvertraut wird, die bestimmte Eigenschaften, bestimmte Voraussetzungen entsprechen muss? Wir haben aber gesehen, nein. Obwohl die Worte des Propheten deutlich waren, hat die eine Seite gesagt, wir bestimmen unseren Nachfolger und folgen ihm. Aber wir merken doch, die Worte des Propheten waren klar und deutlich. Vielleicht, wenn jemand noch Zweifel hat, weitere Hadithe. Der Prophet sagt, Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Er zeigt uns noch deutlicher, dass dieser Imam die Botschaft übermitteln wird. Ein weiteres Hadith, Ali, sein Vater, der Vater von Imam Hussein a.s., ist mit dem Recht und das Recht ist mit Ali. Das heißt, die Nachkommenschaft sind die Nachfolger des Propheten. Was ist dann der Grund für die Spaltung? Die Frage ist noch offen. Hier spielt die Absicht eine Rolle, die Niyya. Manchmal folge ich einen Weg, eine Meinung, eine Einstellung, weil ich der Meinung bin, das ist die Wahrheit. Und manchmal folge ich etwas, weil diese vielleicht bestimmte Ziele oder Wünsche entspricht. Es kann sein, dass ich Ruhm oder Macht oder Eigentum erlangen möchte. Abgesehen davon, ob das was mit dem Recht oder mit der Wahrheit zu tun hat oder nicht. Hier spielt die Absicht eine Rolle. Und hier möchte ich auch kurz einen weiteren Hadith oder ein weiteres Hadith des Propheten erwähnen, in welchem er sagt, die Liebe des Diesseits ist der Anfang jeder Sünde. Also wenn ich ewig hier leben will, in dieses Leben, Ruhm und nach Macht und Geld, Eigentum strebe, das führt mich in die Irre. Und tatsächlich war das auch damals so. Die wollten an die Macht und haben sich dann einen anderen Weg geschlagen. Im Laufe der Zeit haben sich dann von den zwei Gruppierungen, die eine Rechtsschule ist geblieben, bis heute. Wir folgen die Nachkommenschaft des Propheten. Die andere aber, daraus haben sich andere Spaltungen ergeben, weil wir gesagt haben, die haben sich eine andere Quelle angeschlossen. Daraus sind dann weitere wie die Umayyaden, die Wahhabiten, die Salafisten, diejenigen, die zum Beispiel die Nachkommenschaft, die andere Gruppe, die Anhänger des Propheten hassen. Und das alles warum? Weil die Absicht nicht aufrichtig ist. Und wenn die Absicht nicht aufrichtig ist, dann nutzt alles Wissen nichts. Denn egal wie richtig oder rein das Wissen ist, wird es zugunsten der Aufsicht interpretiert oder eingesetzt. Ein Beispiel hierzu: Zum Glück habe ich hier ein leeres Glas. Und hiermit wollen wir, sagen wir mal, Kakao trinken. Ja? Danach tun wir Wasser in dem Glas, ohne es zu reinigen. Ist es das, was drin ist, dann auch Wasser, tatsächlich Wasser? Ohne Farbe und ohne Geschmack? Nein, natürlich nicht, weil noch Reste vom Kakao drinnen geblieben sind. Und was können wir daraus verstehen? Solange die Absicht nicht rein ist, egal wie rein das Wasser, was ich reintue, das wird sich mit den Resten vermischen, beziehungsweise entsprechend diese Aufsicht oder dem Inhalt, was sich hier im Glas befindet, vermischen und daraus dann dementsprechend eingesetzt oder interpretiert, je nachdem, wie der Mensch
gebildet ist. Und das war auch der Grund für diese Spaltungen, der Grund für diese Unterschiede. Gott sei Dank, haben wir auch darüber gestern erwähnt, dass wir einen Teil dieser Rechtleitung erhalten haben, dass wir zumindest unser Prophet und die Nachkommenschaft erkannt haben und diese gefolgt haben, sonst wären wir hier nicht anwesend. Aber trotzdem müssen wir trotzdem müssen wir unsere Aufsicht reinigen und untersuchen und mit uns ehrlich sein. Habe ich mich erzogen? Habe ich die richtige Aufsicht? Warum bin ich hier? Denn Imam Sadiq a.s. sagt, derjenige, der ohne Erkenntnis bzw. ohne Wissen handelt, ist wie derjenige, der auf dem falschen Weg geht. Ihm nutzt die Geschwindigkeit des Gehens nichts außer Entfernung. Und solange meine Aufsicht, die Quellen, meine Informationen nicht richtig sind, dann bringt mir die Bildung nicht. Und der Gelehrte hat gestern auch schon erwähnt, wir sehen einige Muslime, die den ganzen, kompletten Koran auswendig kennen, aber trotzdem ganz falsche Einstellungen haben, ganz falsche Vorstellungen von Gott, Einheitsbekenntnis und so weiter in sich tragen. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.